Der Lousberg ist mit 264 Metern Höhe eine der markantesten Erhebungen im Norden der Stadt Aachen. Der Berg bildete sich in der Kreidezeit. Damals drang das Meer aus den heutigen Niederlanden immer weiter vor und hinterließ Ablagerungen, vor allem Sand. In der Zeit römischer Besiedlung wurde der Kalkstein zum Bau der Aachener Therme benutzt, im Mittelalter zum Bau der Barbarossa-Mauer. Beides wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Die Überreste werden heute vom Volksmund Aachener Akropolis genannt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Lousberg zur Landvermessung genutzt. Daher befindet sich auf dem Lousberg der sogenannte Lousberg-Obelisk, ein genau vermessener Zentralpunkt, der früher als Ausgangspunkt zur Kartierung in der Region diente. Von ihm aus wurden mit dem Triangulationsverfahren weitere Punkte im Gelände bestimmt. Der 1956 erbaute Wasserturm Belvedere versorgte die Stadt Aachen bis 1980 mit Wasser, wurde danach allerdings wegen der leistungsfähigeren Pumpen überflüssig. Seitdem wird er als Aussichtsturm mit drehender Plattform genutzt. Heute ist der Lousberg zum größten Teil bewaldet und dient als Erholungsgebiet. Einmal im Jahr findet während des Sommers der Lousberglauf sowie das Open-Air-Literaturfestival Leselust am Lousberg statt. Ist dies die ganze Wahrheit? Ist es wirklich nur ein Berg, der während der Kreidezeit entstand? Oder entstand er viel später, wie eine uralte Aachener Legende zu berichten ist? Die Legende behauptet, dass der Ursprung seines Namens auf das Aachener Wort Lus zurückzuführen ist. Die Aachener sind dem Teufel zu schlau. So die Essenz dieser uralten Legende. Der Öscher sent the Duvel the Lus. Im Aachener Dialekt bedeutet das Wort Lus so viel wie schlau. Der Papst war geladen. Es sollte ein großartiges Fest werden. Dummerweise war der Prunkbau selbst für einen Narren ersichtlich noch nicht fertiggestellt. Oben regnete es herein, Fenster und Türen waren Mangelware. »O weh«, riefen die Aachener, »was können wir nun tun? Welch eine Peinlichkeit, dem Heiligen Vater dieses unfertige Werk zu zeigen. Ach, fände man nur jemanden, dem ein attraktives Angebot gemacht werden könnte.« So kam es, dass der Teufel, der kein gutes Geschäft auszuschlagen pflegt, vorstellig wurde. Ihr guten Menschen von Aachen, sprach er. Ich verstehe eure Qual. Wenn die erste Seele, die den Dom nach Fertigstellung betritt, mir gehört, so werde ich ihn termingerecht fertigstellen. Satan fühlte sich schlau, denn er wähnte sich schon im Besitz der päpstlichen Seele. Er war der Meinung, dass nur dem Papst die Erstbetretung zustünde. In der Not, zu allem bereit, entschloss sich die Aachener Geistlichkeit, einen Pakt mit dem Fürsten der Finsternis einzugehen. Wie versprochen, wurde der Dom kurz vor der Ankunft des Papstes fertiggestellt. Der Teufel lachte. Hurra, ich habe mein Wort gehalten. Nun schickt mir die erste Seele und haltet das eure. Ich freue mich schon. Sich in der Zwickmühle wähnend, beschloss man, einen Wolf in den Dom zu schicken. Der Teufel sollte gezwungen sein, eine Tierseele anstelle der eines Menschen zu nehmen. Der Teufel
rastete aus. Das war gar nicht lustig. Wutentbrannt lief der Herr der Fliegen aus dem Dom, knallte die Türe hinter sich zu. Durch einen unglücklichen Umstand verlor er dabei seinen Daumen. Dieser blieb einfach in der Türe des Domes stecken. Das sollte ein Nachspiel haben, dachte er bei sich, während er seine unglaublich unmenschlichen Teufelskräfte dazu nutzte, den Schmerz seiner Hand zu lindern. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, beschloss er, es den heimtückischen Aachenern heimzuzahlen. Er ging in die damaligen Niederlande an das Meer. Zornig füllte er einen unglaublich großen Sack mit Sand. Der Dom sollte einfach zugeschüttet werden. So weit käme es noch, dass er sich von diesen Aachenern hintergehen lassen würde. Wo war der Respekt vergangener Tage geblieben, fragte er sich. So etwas würde ihm nie wieder geschehen. Mühselig schleifte er den gefüllten Sack Richtung Aachen. Ein Sturm kam auf. Fast am Ende seiner Kräfte angekommen, konnte er kaum noch einschätzen, wie weit er von Aachen entfernt ist. Erschöpft machte er Pause. Eine Marktfrau kreuzte zufällig seinen Weg. Sie war gerade auf dem Aachener Markt gewesen und befand sich auf dem Heimweg. Sie erkannte sofort den Pferdefuß des Teufels und auch, dass ihm der Daumen fehlte. Gütiger Gott. Entfuhr es ihr. Demoralisiert von den Strapazen seines Weges, fragte der Teufel die Alte, wie weit es denn noch nach Aachen sei. Die alte Frau war nicht dumm. Sie zeigte dem Teufel ihre alten Schuhsohlen und behauptete dreist: Diese Schuhe habe ich heute neu auf dem Aachener Markt erworben und befinde mich auf dem Heimweg. Schau selber, wie sehr sie nun schon hierunter gewirtschaftet sind. Das gab dem Teufel den Rest. Am Ende seiner Kräfte und nicht Herr seiner Wut, schleuderte er den Sack kurz vor dem Ziel zu Boden. Ihm war nun alles egal. Er ging seines Weges und ward seitdem in der Kaiserstadt nicht mehr gesehen. Dieser unfassbaren Geschichte wurde ein Denkmal errichtet, welches heute am Ende der Aachener Kupferstraße steht. Der von der Künstlerin fälschlicherweise montierte zweite Daumen des Teufels wurde in einer Nachtaktion von pfiffigen Studenten abgesägt und tauchte bis heute nicht mehr auf. Die Künstlerin hatte die Bruchstelle darauf einsichtig verschweißt und sich dem Willen der intellektuellen Universitätselite Aachens gebeugt. Aufgrund der Tatsache, dass der Aachener Dom der Legende nach vom Teufel, El Diablo, dem Fürsten der Finsternis, Satan, dem Herrn der Fliegen gebaut wurde, treffen sich alljährlich zigtausende von Anhängern der sogenannten Gothic-Szene, um ihren Gott zu huldigen. In dieser Zeit profitierte die Stadt Aachen von erhöhten Touristenaufkommen. Immer wieder versuchen besonders Mutige, den Daumen des Teufels aus der Domtüre zu ziehen, um Anspruch auf das goldene Kleid zu erheben, welches der Sage nach der Lohn für diese mutige Tat ist. Bis heute ist es niemandem gelungen.